Freunde der gesunden Performance, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Hoffe, ihr seid gut reingekommen, hattet entspannte Feiertage, habt ordentlich gegessen und habt große Neujahrsvorsätze, die ihr dieses Jahr in jedem Fall einhalten werdet. Und wir haben uns gedacht, wir nutzen dieses Video, um noch das alte Jahr, insbesondere das YouTube-Jahr, hier mal für uns zu beenden und ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ganz am Ende gibt es auch noch ein paar Outtakes aus dem vergangenen Jahr. Viele gibt es selbstverständlich nicht mehr, aber ein paar haben wir dann doch noch aus Versehen produziert. Aber wie gesagt, wir wollen mit diesem Video das alte YouTube-Jahr mal so ein bisschen abschließen und wollen einfach ganz transparent, weil im Endeffekt seid ja ihr es, die das hier so in der Form überhaupt ermöglichen, dann über so ein paar Zahlen, Daten, Fakten sprechen. Am Ende auch einfach über Umsätze, die wir in dem Jahr gemacht haben. Und dafür gibt es mal wieder einen Spickzettel, weil ich mir das definitiv nicht alles merken kann. Es ist so, dass wir dieses Jahr 868 Abonnenten dazu gewonnen haben. Also je nachdem, wir drehen dieses Video mal wieder in der Zeitblase. Es ist möglich, dass es noch ein paar mehr sind, aber es sind auf jeden Fall, wenn man sich die Gesamtabonnenten anschaut, von 1620, dann haben wir mehr als die Hälfte davon in dem jetzt vergangenen Jahr 2022 dazu bekommen. Sehr, sehr cool. Also danke dafür. Aber auf der anderen Seite sind auch 90% der Nutzer, also 90% der Views auf unseren Videos, nicht Abonnenten. Das scheint eine ganz normale Zahl zu sein, glaube ich, oder? Ja. Ja. Das ist krass, ne? Ich persönlich mache es immer mehr in letzter Zeit, dass ich wirklich über die Abo-Box halt auch dann die Videos schaue, weil ich halt wirklich dann auch nur die sehe, von denen, die ich abonniert habe. Aber ich habe es lange auch nicht gemacht. Ich habe lange einfach dem YouTube-Algorithmus vertraut und habe einfach gehofft, dass er mir die neuen Videos anzeigt von den Leuten, so mache ich's, ja, die ich so verfolge. Aber wie gesagt, 90% der Zuschauer sind keine Abonnenten. Und wenn du dazugehörst, jetzt unbedingt nachholen. Auch ganz interessant, wir haben eine Verteilung 70-30 Männer-Frauen. Also 70% der Zuschauer sind Männer, 30% Frauen. Im Studio weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Ich weiß auf jeden Fall, ich im Moment auch überlegt. So ist 60-40, aber auch. Ist auch männerdominant tatsächlich, aber nicht so krass. Hm, interessiert mich. Gucke ich gleich mal nach. Haben wir natürlich nicht im Video. und wir haben 70% der Zuschauer im Alter zwischen 18 und 34. Das passt auf jeden Fall wiederum zum Studiopublikum, weil das Hauptpublikum ist Anfang 30, also der Durchschnitt ist, glaube ich, bei 30,5 oder so. Ja, und ein Großteil der Leute sind eben zwischen 18 und 34, also nochmal 20% zwischen 35 und 44. Ja, und damit halt unterm Strich gerade mal 10% nach oben und unten, also das ist unsere Hauptzielgruppe. Wir haben 170.000 Aufrufe gehabt. Auch irgendwie krass, dass 170.000 Mal auf irgendein Video geklickt wurde, auch mehr als die Hälfte. Ne? Insgesamt sind es 250 roundabout, wofür wir jetzt auch irgend so ein YouTube irgendwas bekommen haben. Digitales Abzeichen. Ein Abzeichen, krass. Ich warte mal irgendwann mal ein reales Abzeichen. Aber ja, das könnte noch ein bisschen dauern. Ja, auf jeden Fall, ach da, mehr als die Hälfte der Aufrufe. Top-Videos, ziemlich interessant, Platz 1 Rückenstrecker. Back Extensions ist halt eine Übung, die massiv unterschätzt ist und die trotzdem relativ oft trainiert wird, auch in normalen kommerziellen Gyms so. Haben wir jetzt 29.000 Aufrufe drauf und ein relativ altes Video, ist schon lang her eigentlich. 3 Jahre. Gefühlt. 3 Jahre. Ich glaube, ja. Platz 2 Massagepistole, das finde ich jetzt weniger überraschend, weil das so ein Painpoint von vielen einfach löst, so, ja, tut der Muskel weh, ja, dann kauft er eine Massagegun und halt die irgendwie drauf und dann wird das schon besser. Also das finde ich jetzt weniger überraschend. Platz 3 auch weniger Booty-Übungen, also verschiedene Varianten von Booty-Übungen mit 20.000 Aufrufen dann auf dem Video. Shorts haben wir begonnen, aber auch erst vor 4 Wochen, 5 Wochen. Sind wir jetzt irgendwo bei 2.700, 3.000 Aufrufen. Da finden wir uns noch so ein bisschen ein, was euch da auch interessiert, was man irgendwie auch in dieser Minute, die man halt eben nur hat, da wirklich so auf den Punkt bringen kann. Da sind wir noch so ein bisschen in der Findungsphase, hat auf jeden Fall begonnen. Wir haben 8.857 Stunden Wiedergabezeit.
Das fand ich, als ich jetzt gesehen habe, fand ich es ziemlich krass, weil wenn man es umrechnet, dann ist es mehr als ein Jahr. Dann haben wir eigentlich innerhalb eines Jahres mehr als ein Jahr Wiedergabezeit. Das ist irgendwie verrückt. Also das ist wirklich, finde ich, viel. Oder mit der Zahl habe ich so nicht gerechnet. Und jetzt, Trommelwirbel, haben wir seit Mai, also irgendwann im Mai konnten wir ja, ja, als wir diese 1000 Abonnenten erreicht haben und so, da haben wir ja vor ein paar Monaten nochmal ein separates Video dazu gemacht, konnten wir ja YouTube-Partner werden und seitdem bekommen wir ein bisschen was von diesen Werbeeinnahmen. Auf jeden Fall konnten wir seit Mai über YouTube 534 Euro verdienen. Davon gehen natürlich noch Steuern dann ab, völlig klar. Ja, Top-Video ist die Massagepistole. Also allein mit dem Video haben wir quasi 139 Euro verdient. Das damit ist viel, ne? Ja, die Gun ist zwar noch nicht raus. Also eine Billig-Gun wäre raus. Aber eine Billig-Gun wäre raus. Ja, wir brauchen noch viermal so viel ungefähr. Dann ist auch die raus. Ja, aber crazy. Wie gesagt, das ist nicht unser Hauptantrieb. Aber trotzdem ganz nett. Diese Zahlen, CPM und RPM, das haben wir in dem anderen Video schon mal erklärt. CPM, was bezahlen quasi Werbefirmen an YouTube, um Werbung dann zu schalten. Und der RPM, also was bekommen wir für 1000 Aufrufe? Da liegen wir bei 3,21 Euro. Bedeutet, wenn 1000 Videos ja, aufgerufen wurden, dann bekommen wir dafür 3,21 Euro aktuell. Und wie gesagt, so haben wir uns in diesem Jahr irgendwie auf diese 534 Euro ja, gearbeitet. Der RPM, der schwankt auch immer so ein bisschen, ne, irgendwas zwischen 3 und 6 Euro so, also das aus irgendwelchen Gründen, die ich euch definitiv nicht erklären kann. Ja, so viel zu den Hard Facts. Von meiner Stelle einfach nur noch mal ein riesen Dankeschön an euch, dass ihr das schaut. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Wir haben viel vor für das jetzt kommende Jahr. Nächste Woche gibt es ja das erste offizielle YouTube-Video des nächsten Jahres. Ich denke, das kann man schon so sagen. Das hier ist jetzt noch so ein bisschen der Abschluss des alten Jahres. Und ich kann euch schon mal versprechen, dass direkt in den nächsten Wochen sehr, sehr coole News kommen werden. Ich freue mich. Ich habe richtig Bock. Und jetzt, wie gesagt, viel Spaß mit ein paar Outtakes. Herzlich willkommen zu einem neuen Kernfit. Was? Mittlerweile weiß man es besser. Wir haben es nämlich genau der Gegenteil. Der Gegenteil. Sieht so aus, als wär der Frame nur mein Gesicht. Nee, Alter, ich sehe so gerade dein Bauchnabel. Schön, gell? Aber gewisse Übungen, das wäre eigentlich gut gewesen. Heute sprechen wir über Rekomposition. Falls ihr das noch nicht gehört habt, ist ist der eine Variante von ach, einfach Kalorien sind, die reingehen. Daher der Trip. Der Trip. Wir wollen nämlich heute über Split-Training sprechen und da herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Jo. Wir können ruhig normal trainieren und reden und so. Nur nichts Versautes, das hört man. Er hat Penis gesagt. Sehr, sehr schnell so verändern und bis dato noch gar kein Video gemacht haben. Und das holen wir jetzt nach. Irgendwie war das aber komisch. Erhöht hinten den Fuß, ne, indem ihr den Spann auf einen Stuhl legt, das andere Bein nach vorne stellt und fuck! Ich hatte überlegt, aber das war einfach zu dumm. Bei gleichzeitig möglichst wenig Körperfettzunahme und jetzt hätte ich einfach nur meine Stimme senken müssen. Und heute machen wir wieder eine neue Folge von Quick-Tipp Nummer 7, schaffe dir gesunde Routinen. Zu diesem Video haben wir vor ewig, zu diesem Video. Sind wir noch im Video, oder? Weiß ich nicht. Fett zu verstoffwechseln, klingt irgendwie komisch. Kraftwerte-Rechner an, den ihr ab sofort auf unserer Homepage findet. Und ich hoffe, es einfach nicht meine Stimme am Ende des Satzes zu senken können. Wie viel Energie gehen rein, wie viel Energie gehen raus? Und wie viel Energie gehen? Gemeinsam die Schultermuskulatur an. Kurz vorweg, es gibt eigentlich nichts kurz vorweg. Muskelaufbau und Fettabbau zeitgleich.
Ah, jetzt wäre das mit den Zielen gekommen. Dass die Dehnbarkeit nur aussagt, wie beweglich, ne, das ist aber dann vom Wording doof nochmal, ne? 10 ganz konkrete Tipps, die du... Kraftwerte Rechner auf der Homepage an und... Die werden es schon wissen, die werden es schon gesehen haben. Das hole ich völlig raus. Und logischerweise einfach oben die richtige Technik. Was wollen wir da neu machen? Stärker werdet in den sogenannten Grundübungen. Und ja, so ein Frosch im Hals. Zum Thema Supplements. Scheiße. Ich habe was total Wichtiges vergessen ganz am Anfang. Ah, scheiße, das müssen wir neu machen. Ganz neu. Ja.